Herzlich willkommen zu unseren abendlichen Impulsen. Heute Abend mit dem Thema digitaler Wandel, Demokratie, Politik und einer Expertin, wie wir sie uns nicht besser hätten wünschen können. Dazu gleich mehr. Kurz zum Vorgehen vorab. Es gibt zwei Tools, über die Sie sich beteiligen können. Das zweite ist die Q&A-Funktion von Mentimeter, die wir gleich vorgestellt bekommen. Davor kurz der Chat, denn der ist leider nicht so intuitiv, wie ihr das vielleicht schon tagsüber kennengelernt habt, wenn ihr in den Webinaren dabei wart. Da hat man in den Chat geschrieben, auf Enter gedrückt und dann haben es alle anderen lesen können. Abends ist die Zoom-Einstellung etwas anders und man muss auch eintippen, auch auf Enter drücken, aber dazwischen muss man noch auswählen, wohin diese Nachricht gesendet wird. Bei mir sieht das so aus, dass da über dem Fenster, wo ich meinen Text eingebe, steht Versenden an. Und dann hat Zoom, ich würde sagen, nicht den ersten Preis in intuitiven Formulierungen verdient für die Formulierung an alle Diskussionsteilnehmer. Weil ich verstehe darunter, dass es an alle Menschen, die hier im Raum sind, geht. Geht es aber nicht. Man muss die andere Option auswählen, die sprachlich auch nicht schöner heißt, alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer. Das müssen Sie anklicken, damit dann wirklich alle das hier im Chat lesen können. Sonst sehen es nur die Menschen, die gerade diskutieren. Und das sind die, die wahrscheinlich gerade am wenigsten lesen. Daher also die große Bitte, probieren Sie das mal bitte aus. Schreiben Sie mal, ich sehe schon gerade im Chat, Sie sind schon dabei. Schreiben Sie zum Beispiel rein, wer Sie sind und woher Sie kommen und was Sie machen. Und dann drücken Sie unbedingt an alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer. Nicht nur alle Diskussionsteilnehmer. Und ich sehe, es funktioniert. Gut, üben Sie da gerne noch ein bisschen im Chat. Der ist sowieso für Ihren Austausch untereinander da. Wir können das lesen und haben auch extra einen Chat-Korrespondenten. Aber wir haben noch eine extra Plattform für die Fragen und die stellt uns Valentin Wieker vor. Das ist der Chat-Korrespondent. Hallo, auch einen schönen guten Abend von mir, von meiner Seite. Ich habe die Freude, unsere Fragensammlung vorzustellen, die wir mit dem Online-Tour Mentimeter machen werden. Sie sollten jetzt Mentimeter sehen. Und ich werde Ihnen gleich den Link dafür auch nochmal reinstellen. Wenn Sie diesem Link dann gleich folgen werden, werden Sie auf diese Seite kommen und bei dieser Seite können Sie dann eine Frage stellen. Zum Beispiel klicken Sie dann hier und können unten in dem Fenster Ihre eigene Frage, Ihren Impuls zu dem Input und zu der Diskussion hier mit reingeben. Oder Sie können auch, das ist eine spannende Funktion, hier einmal als Test schon mal von einer vergangenen Diskussion alte Diskussionsimpulse oder die, die schon reingegeben wurden, bewerten. Finden Sie zum Beispiel einen Impuls besonders gelungen oder können ihn selber persönlich unterstützen, drücken Sie hier auf den Daumen hoch und dann wird dieser Impuls besonders hoch eingestuft und wir als Diskussionsgebende können dann sehen, welche Diskussionsimpulse denn wirklich am lebendigsten gerade hier sind. Soweit die Vorschau. Die Fragen wird Valentin Wieker dann schon, während wir hier vorne den Vortrag haben, sichten und nachher auch ein Stück weit clustern und uns für die zweite Hälfte dann nach vorne bringen quasi. Wir haben vor, dass wir ungefähr eine halbe Stunde Vortrag machen und dann nochmal ungefähr eine halbe Stunde für Fragen und Diskussion uns nehmen. Wir werden das Ganze aufzeichnen, aber nur das, was Sie als Video sehen und als Bild hören, das heißt, als Ton hören. Das heißt, der Chat wird nicht mit aufgezeichnet und auch nicht die Teilnehmerliste etc. Da sind Sie sozusagen dann jetzt nur in diesem Moment live unterwegs. In der Aufzeichnung ist das nachher nicht dabei. Soweit. Wir sprechen heute Abend über das Thema digitaler Wandel und Demokratie. Und als wir uns im Vorbereitungsteam Gedanken gemacht haben, wen wir denn dafür gerne einladen würden, haben wir eine Liste gemacht und Professor Dr. Jeanette Hoffmann steht da einfach ganz klar auf Platz 1. Und wir haben uns enorm gefreut, dass das geklappt hat, in diesen ja nicht gerade langweiligen Zeiten noch einen Vortragstermin mit ihr vereinbaren zu können. Für mich, der dieses Thema schon eine ganze Weile verfolgt, ist Jeanette Hoffmann, ich habe sie vorher gefragt, ob ich das sagen darf, ein Urgestein dieses Themenbereichs. Und sie hat gesagt, ich darf das sagen. Ich erinnere mich, dass Jeanette Hoffmann kandidiert hat mal für die sogenannte Welt-Internet-Regierung, die ICANN. Und jetzt können vielleicht mal alle im Kopf überlegen, wann war das wohl, dass jemand aus Deutschland sich für dieses Thema nicht nur interessiert hat, sondern es auch noch so verstanden hat und in einer, ich würde sagen, nicht unaufregenden Wahl damals auch angetreten ist. Das war vor 20 Jahren. Genau.
2000. Seitdem ist viel passiert. Sie hat das alles gut verfolgt und bringt uns heute eine Zusammenfassung von aktuellen Fragen dazu. Wenn sie nicht Vorträge bei uns hält, ist sie Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Sie ist auch eine Professorin an der FU Berlin für das Thema, über das wir vielleicht am Rande auch noch sprechen, die Internetpolitik. Also all diese zusammenhängenden Fragen zwischen Politik, zwischen Digitalisierung etc. sind bei ihr auf dem Schirm. Und jetzt in der nächsten halben Stunde bei uns. Ich freue mich sehr. Wir gucken mal, dass wir das Bild umstellen auf die Präsentation von Frau Hoffmann. Und dann freue ich mich auf den Vortrag. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich das jetzt mit Ihnen teilen kann. Bildschirm freigeben. Ist doch immer noch ein bisschen aufregend. Wir sehen die Präsentation. Na, das freut mich ja. Also, wie Sie schon gehört haben, spreche ich über ein Thema, das mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage, wie Demokratie und digitaler Wandel eigentlich zusammenhängen. Digitalisierung, in der öffentlichen Diskussion taucht Digitalisierung immer als Treiber auf. Was heißt das? Wir lesen Artikel, die sagen, künstliche Intelligenz entwickelt sich weiter, dies passiert, jenes passiert, die Gesellschaft muss sich darauf einstellen, die deutsche Wirtschaft muss sich endlich mal bewegen, etc., etc. Und da kriegt man so den Eindruck, dass das Digitale vom Himmel herunterfällt und die Gesellschaft in so einer Art passiven Rolle ist und einfach mitmachen soll. Und das halte ich für einen Fehler, weil, wenn man genauer hinguckt, man doch häufig feststellt, dass das Digitale nicht nur die Gesellschaft beeinflusst, sondern umgekehrt die Gesellschaft auch ganz stark Einfluss auf das Digitale nimmt. Wenn Sie sich etwa nur mal versuchen zu erinnern, wie so ein soziales Netzwerk wie Facebook vor 20 Jahren, auch vor 15 Jahren, vor 10 Jahren ausgesehen hat, 20 Jahre ist es ja noch gar nicht alt, dann werden Sie sehen, da ist eine enorme Entwicklung gewesen. Und die hat jetzt nicht damit zu tun, dass Speicherkapazitäten gewachsen oder größer geworden sind, sondern die haben was damit zu tun, dass wir Menschen diese Netzwerke nutzen und selber durch unsere Nutzung zur Weiterentwicklung beitragen, durch die Art, wie wir das genau tun. Und diese Wechselwirkung aus digitalem Wandel und demokratischem Wandel, die wollte ich mir genauer angucken und habe dabei festgestellt, dass es in der Demokratietheorie, überhaupt in der ganzen Demokratieforschung, gar nichts zu dieser Frage gibt. Dass also, wie wir Demokratie betrachten, die Techniken, die wir nutzen, um demokratisch aktiv zu sein, gar keine Rolle spielen. Jedenfalls in der aktuellen Forschung nicht. Und ich habe dann entschieden, dass ich genau das untersuchen will, nämlich diese Beziehung zwischen Digitalem auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen. Und das nenne ich mediatisierte Demokratie. Das ist mein Forschungsprogramm, über das ich jetzt ein bisschen ausführlicher berichten werde. Also, Digitalisierung und Demokratie, da sage ich, dass ich das um eine Konstellation handelt, dass man die als Konstellation verstehen muss. Was heißt das genau? Ich gebe Ihnen dazu ein paar Beispiele, die ich selber aus der Literatur gezogen habe und die diese Konstellationsfrage für die Entwicklung der klassischen Massenmedien nachvollzogen haben. Erstmal geht es darum, dass öffentliche Bildungsbildung ohne Medien gar nicht stattfinden kann. Was heißt das? Ohne so etwas wie Zeitungen können wir gar nicht voneinander lernen, können wir gar nicht durch von anderen erfahren, was der Meinung sind und was irgendwo in der Welt passiert, über die man sich überhaupt eine Meinung bilden kann. Das heißt, es gibt hier eine ganz enge Verbindung zwischen den klassischen Massenmedien und
den Grundvoraussetzungen von Demokratie, nämlich Öffentlichkeit, wo überhaupt sowas wie politische Meinungsbildung stattfindet. Der erste, der sich damit befasst hat, ist der deutsche Philosoph Jürgen Habermas. Der hat in seiner Habilitationsschrift zum Strukturwandel der Öffentlichkeit nachvollzogen, wie sich gebildet hat, was er als bürgerliche Öffentlichkeit verstanden hat. Er führt es auf den Buchdruck zurück und den Umstand, dass Menschen lesen lernen und das Bürgertum, das zunächst eine gewisse wirtschaftliche Macht entwickelt hat, im Laufe der Zeit auch politischen Einfluss gesucht hat. Und was er beschreibt in seiner Habilitationsschrift, ist, wie der wachsende Büchermarkt ein gewisses reflexives Wissen hervorbringt, das zunächst in kleinen bürgerlichen Salons ausgetauscht wird und dann sich immer mehr ausbreitet und damit eine Nachfrage schafft nach weiterem Wissen. In diesem Fall auch entsteht aus dieser Nachfrage dann sowas wie Magazine, Fortsetzungsgeschichten, Zeitungen etc. Und es bildet sich etwas heraus, was er als das bürgerliche Publikum bezeichnet. Das bürgerliche Publikum beobachtet die gesellschaftliche Elite, die Aristokratie und äußert ein Urteil dazu. Das ist sozusagen der Beginn einer kritischen Öffentlichkeit, die heute als Voraussetzung für die repräsentative Demokratie angesehen wird. Eine ähnliche Entwicklung beschreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson, der ein Buch geschrieben hat über, was er nennt, vorgestellte nationale Gemeinschaften. Imagine Communities stellt die Frage danach, wie Menschen, die sich nicht kennen und in einem großen gesellschaftlichen Verband zusammenarbeiten, sowas wie ein Wir-Gefühl, ein nationales Gemeinschaftsgefühl entwickeln können. Weil er sagt, der Umstand, dass Menschen bereit waren, für eine Nation in den Tod zu ziehen, obwohl es sich überwiegend um Menschen handelt, die sie nie kennengelernt haben, das ist erklärungsbedürftig. Und wieder setzt er an der Entstehung des Buchdrucks. Und es ist wichtig, dass man sich hier vor Augen hält, dass das nicht der Buchdruck alleine ist, also die Technologie, sondern sehr viele Faktoren da zusammengekommen sind, die diese vorgestellten Gemeinschaften geschaffen haben. Er zählt auf zum einen das Verlegerkapital, nämlich wirtschaftliches Kapital, das eingesetzt wird, um Zeitungsverlage zu gründen. Und dann kommt aus seiner Sicht hinzu die Entstehung von Sprachgemeinschaften, die über die unmittelbaren Grenzen des Dorfes hinausgehen, also die überhaupt so etwas wie Absatzmärkte für Zeitungen bilden. Und dann der Umstand, dass die Alphabetisierung zunimmt und Säkularisierung, das heißt der Rückzug der Kirche, der Religion als alles erklärende Instanz und das Nachdenken der Menschen über die Selbstbestimmung ihres Lebens, die ihnen immer bewusster wird. Diese Faktoren kommen zusammen, um so etwas wie einen Zeitungsmarkt hervorzubringen, der sozusagen das Medium ist dafür, dass sich Menschen über eine größere geografische Distanz miteinander verständigen können. Ich komme noch mal auf den Punkt zurück, den ich vorher erwähnt habe, nämlich der Konstellation. Hier dieses Beispiel mit der Entstehung vorgestellter nationaler Gemeinschaften, da wird das besonders deutlich. Es ist nicht die Technik alleine, die hier bestimmend ist, sondern es ist wirtschaftliches Kapital, kulturelle Entwicklung, ein religiöser Wandel, aber auch die Entstehung von Sprachgemeinschaften. Viele Faktoren kommen zusammen und nehmen Einfluss darauf, wie diese technische Innovation des Buchdrucks genau genutzt wird. Weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass man den Buchdruck nutzt, um Bibeln zu drucken und sonst gar nichts. Man hätte diese Technologie in einem ganz
schmalen Sinne benutzen können und statt des Abschreibens von Bibeln sie einfach weiter zu drucken, also sie fortan zu drucken. Das ist ja auch passiert, aber dass der Buchdruck eine solch revolutionäre Einflussnahme auf die Gesellschaft ausüben konnte und so viele Innovationen mit dem Buchdruck verbunden sind, das erfordert mehr Erklärungen als nur die in der Technik selber liegen. Diese Erkenntnis, die ich aus dem Lesen dieser beiden Werke gezogen habe, Sie werden es jetzt unschwer erkennen, die finde ich, die gibt uns gewisse Lehren mit dafür, wie man die Digitalisierung verstehen soll. Will sagen, auch die Digitalisierung ist als solche gar nicht in der Lage, etwas zu erklären, sondern man muss hier verschiedene Faktoren zusammen als eine digitale Konstellation betrachten. Weil, das erzähle ich nur mal als kurzen Schwank, die Entstehung der Digitalisierung, die Ausbreitung von digitalen Netzen in Deutschland, die ist lange Zeit sehr umstritten gewesen. Wir hatten in den 80er und frühen 90er Jahren noch ganz andere Modelle von Datennetzen im Kopf. Die Bundespost, die damals noch den Betrieb von Kommunikationsnetzen unter sich hatte, die hat Datennetze angeboten, unter anderem auch übrigens elektronische Mail. Da musste man für jede einzelne E-Mail zahlen und die wurde wiederum tarifiert nach der Entfernung des Empfängers, der Empfängerin und nach der Anzahl der Zeichen in dieser E-Mail. Also ein ganz anderes Geschäftsmodell und auch eine ganz andere Vorstellung von dem, welches Datennetz hier eigentlich entstehen sollte. Und daran merken Sie schon, der Verweis auf Digitalisierung erklärt erstmal gar nichts, sondern es geht immer darum, in welchem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Kontext digitale Technologien eingesetzt und auch vielleicht als Vision für die Zukunft gedacht werden. Ich schließe daraus, dass was digitale Technologie im Kern ist, ist ein Möglichkeitsraum. Die selber gibt nicht vor, wie wir sie nutzen, sondern es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, digitale Technologien zu nutzen. Und deshalb verstehe ich sie als Möglichkeitsraum. Und was ich jetzt hier in den nächsten Minuten tue, ist sozusagen zwei Formen des Wandels miteinander zu verschränken. Den Medienwandel, also die Entstehung digitaler Technologien und die in Beziehung zu setzen zu Demokratie. Es ist nämlich so, dass auch Demokratie keine statische Angelegenheit ist, sondern Demokratie ist beständig in Bewegung. Nicht unbedingt auf der Ebene von Verfassung, von den formalen Regeln wie Wahlen, Gewaltenteilung, den Rechten des Parlaments, den Grundrechten, aber wie wir diese Regeln genau verstehen, wie wir sie auslegen und wie wir sie für uns individuell nutzen. Demokratie hat, wenn man sie als Praxis versteht, in den letzten 30, 40 Jahren einen großen Wandel durchlaufen. Das merkt man vor allem vielleicht an der Beziehung zwischen Wählerinnen und Politikerinnen. Da hat man einen ganz großen Kulturwandel feststellen können, der sich unter anderem darin äußert, dass wir heute nicht mehr so viel Respekt vor Politikern haben und ihnen auch nicht mehr so viel Vertrauen entgegenbringen, wie das einmal gewesen ist. Diese Beziehung hat sich sehr geändert. Wir haben heute auch andere Erwartungen an Politik. Und ich würde daraus die These ableiten, dass wenn man Medienwandel und Demokratiewandel zusammen betrachtet, man tatsächlich sehen kann, dass wir unsere politischen Formen des Mitmachens, der Partizipation, dass wir hierfür Medien für uns, wie wir sie gerne haben wollen, nutzen. Will sagen, Demokratie nimmt Einfluss auf die digitalen Medien und die digitalen Medien bieten sich uns als Möglichkeitsraum für die Ausübung unserer demokratischen Rechte. Und das möchte ich jetzt, diese Beobachtung eines Zusammenspiels einer wechselseitigen Beeinflussung, das möchte ich jetzt
im Folgenden an drei Beispielen oder drei Dimensionen ein bisschen erläutern, nämlich der Pluralisierung von Öffentlichkeit, neuen politischen Organisationsformen und digitalen demokratischen Praktiken. Was wir ja vor allem beobachtet haben, dank der Digitalisierung, ist, dass sich in der Öffentlichkeit ein enormer Strukturwandel vollzogen hat. Der spanische Soziologe Manuel Castells spricht in diesem Zusammenhang von Mass Self-Communication, nämlich der Umstand, dass es nicht mehr allein Journalistinnen und Journalisten sind, die heute öffentlich sprechen und natürlich die Politik, sondern dass die öffentliche Rede heute vollkommen neu verteilt ist. Viele Menschen, eigentlich alle Menschen mit einem Internetzugang, können sich heute öffentlich äußern und es ist ganz überraschend, wer da alles zu Ruhm und Ansehen gelangt ist. Das hätte man sich vor 20 Jahren so gar nicht vorstellen können. Also alle schnattern heute und viele Leute, die es gar nicht gelernt haben als Journalisten oder die gar nicht gewählt worden sind, sind heute doch recht stark in der Meinungsbildung, in der politischen Meinungsbildung sichtbar geworden. Das ist der erste Punkt. Also wir haben heute viele Sprechende und nicht mehr nur ganz wenige. Und dann beobachten wir zweitens verschwimmende Grenzen in verschiedener Hinsicht. Das betrifft zum einen die früher sehr starke Abgrenzung zwischen privat und öffentlich. Will sagen, was man heute über sich kundgibt, vor allen Dingen in der jungen Generation, das wäre vor 20, 30 Jahren unbedingt privat gewesen. Wir stellen auch fest, dass Politiker heute und Politikerinnen eine ganz andere Form der Selbstdarstellung betreiben, also sehr viel mehr Privates von sich kundgeben, als das früher der Fall war. Will sagen, diese alte Grenzziehung, die wir aus den klassischen Massenmedien kennen, die gilt heute nicht mehr, sondern wir skandalisieren zum Teil auch das Privatleben von Menschen in den digitalen Medien. Eine damit zusammenhängende Verschiebung von Grenzen ist die zwischen politischer Berichterstattung und Entertainment. Wir sehen, was man in der Fachsprache auch als Gamification zum Beispiel bezeichnet, nämlich Versuche, Nachrichten an die Frau und den Mann zu bringen, indem man sie als Unterhaltung darbietet. Und schließlich, das finde ich fast die interessanteste Dimension im Bereich der verschwimmenden Grenzen. Schließlich kann man auch sehen, dass die Unterscheidung zwischen den Konsumierenden von Nachrichten und dem Produzierenden von Nachrichten und Öffentlichkeit immer mehr verschwimmen. Wie kommt das? Das hat was damit zu tun, dass Informationsflüsse heute in zunehmendem Maße personalisiert werden. Ihr eigenes Verhalten, wenn Sie mit dem Smartphone durch die Gegend gehen und nach Dingen suchen oder Nachrichten aussuchen, alles, was Sie mit dem Smartphone machen, hat einen Einfluss darauf, wie Ihnen Nachrichten angezeigt werden. Die Reihenfolge, die Relevanz von Nachrichten, die Sie sehen, orientiert sich an Ihrer Geschichte der Nutzung des Smartphones in verschiedener Hinsicht. Das führt dazu, dass Nachrichten und deren Wichtigkeit nicht mehr alleine von professionellen Journalisten ausgesucht werden, sondern Algorithmen, die sozusagen ihre Kommunikationsgeschichte verarbeiten, mit dazu beitragen, was heute als sichtbar und wichtig wahrgenommen wird und was eher als marginal und randständig gilt. Also Ihr eigenes Verhalten bestimmt mit, was sozusagen ganz wichtig in der Kommunikation von Nachrichten ist.
Diese personalisierten Informationsflüsse, die führen dazu, dass heute jeder auf seinem Smartphone was anderes sieht. Und das ist sicher ein sehr großer Unterschied zu den 60er und 70er Jahren, als sich noch alle des Radios bedienten und sich die Fernsehapparate ausweiteten und alle 1, 2, maximal 3 Programme gesehen haben. Damals galt Öffentlichkeit als etwas, woran alle in der gleichen Form mit den gleichen Informationen teilgenommen haben. Jeder sah abends Heute oder Tagesschau und war auf dem gleichen Stand. Und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Wir erleben also eine sehr starke Pluralisierung der Öffentlichkeit. Und manche Menschen sagen auch, wir erleben eine Fragmentierung der Öffentlichkeit. Will sagen, jeder hat seinen eigenen Ausschnitt der Wirklichkeit und die kommen oft nicht mehr so richtig überein, sodass das, was Demokratie voraussetzt, nämlich dass wir uns alle verständigen über das, was ansteht, was gerade passiert und eine Meinung dazu bilden, eigentlich durch die digitalen Technologien gar nicht leichter wird, sondern eher voraussetzungsvoller, weil das Gemeinsame erst produziert werden muss aus der Vielfalt der Teilöffentlichkeiten, mit denen wir zu tun haben. Und zugleich kann man sagen, dass das, was Benedict Anderson mit seinen Imagined Communities beschreibt, was medial hergestellt wurde, dadurch, dass alle die gleichen Zeitungsnachrichten gesehen haben, das zerfällt wieder und zwar auch medial erzeugt. Die digitalen Medien heute führen eher zur Zerlegung gemeinsamer Bezugspunkte und gemeinsamer Öffentlichkeiten als zu einer Integration. Also das ist ein großer Unterschied, den wir heute wahrnehmen, der durch die Art und Weise, wie wir digitale Technologien nutzen, erzeugt wird. Und dabei muss man immer sehen, das liegt nicht in der digitalen Technik selbst, das könnte man sich auch anders vorstellen. Wir könnten auch mit digitalen Mitteln nur Bibeln drucken. Da muss ich immer wieder drauf verweisen, nichts davon ist in der Technik selbst angelegt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den neuen Organisationsformen. Zum einen sehen wir erstmal einen großen Wandel im Bereich der politischen Parteien. Ein Punkt betrifft, und das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, abnehmende Parteiloyalität. Das sieht man bei den Wahlen, dass die Fluktuation immer größer wird und die Zahl der Stammwählerinnen und Wähler deutlich zurückgeht. Aber man sieht es auch bei den Parteimitgliedschaften. Ich muss das jetzt hier mal eben hochhalten, auch wenn Sie es gar nicht richtig erkennen können. Ich habe heute noch mal nachgeguckt, wie denn sich mit dem Durchschnittsalter der Parteimitglieder in Deutschland verhält. Und da fällt man wirklich um. Bei der CDU ist das Durchschnittsalter 61 Jahre und man muss sich ja immer vorstellen, Durchschnittsalter bedeutet, dass viele Parteimitglieder deutlich älter sind. Bei der CSU sind es 60, bei der SPD sind es das Durchschnittsalter 60, bei der Linken 55 und dann geht es bei FDP und Grünen ein bisschen runter, aber nicht wesentlich. Will sagen, die junge Generation hat was Besseres zu tun, als Parteien beizutreten, dem eigenen Empfinden nach. Und das führt wiederum, also der Mangel an Nachschub bei den jungen Mitgliedern führt dazu, dass Parteien sich selber bewegen. Wir sehen zum einen, und das ist jetzt, wenn man so will, eine digitale Reaktion auf ein analoges Problem. Wir sehen eine größere Durchlässigkeit bei den Organisationsgrenzen. Beispielsweise hat die Labour-Partei bei dem letzten Parteitag Nichtmitgliedern die Möglichkeit gegeben, mit Einfluss zu nehmen auf die Auswahl der künftigen Führungspositionen. Das ist ein Versuch, damit umzugehen, dass die Leute sich nicht mehr langfristig an Parteien binden, aber womöglich doch mit bestimmten Parteien sympathisieren. Und so wird versucht, Nichtmitglieder stärker einzubinden. Und wie macht man das? Indem man ihnen ein digitales Votum gibt. Niemand muss in die Stammkneipe gehen und dort im Hinterzimmer an einer Parteiversammlung teilnehmen, sondern man kann das digital machen.
Interessanter aber ist noch, was sich im Bereich der neuen Parteien tut. Da haben wir in Deutschland eher nicht so viel Erfahrung, aber man kann das sehen in den Niederlanden, in Spanien, auch in Italien. Cinque Stelle fällt einem dazu ein oder Podemos eben in Spanien. Da setzen die Parteien Plattformen auf. Sie lassen eigene Plattformen entwickeln und versuchen auf diese Weise ihre internen Organisationsstrukturen umzubauen. Was die dann unter anderem versprechen ihren neuen Mitgliedern ist, dass man mehr sehen kann, mehr Transparenz hat, aber dass man auch direktere Mitsprachemöglichkeiten hat. Und viele dieser Parteien, das trifft vor allen Dingen auf Cinque Stelle auch zu, aber auch auf En Marche, Macrons Partei in Frankreich, ist, dass Parteien sich den Anstrich einer sozialen Bewegung geben. Sie haben gar nicht so viel Parteistrukturen. Es gibt diese ganzen Gremien nicht, die klassische Parteien haben. Und sie haben häufig einen männlichen, charismatischen Führer, um den sich alle Mitglieder und Anhänger und Anhängerinnen gruppieren sollen. Und das wird mit digitalen Mitteln umgesetzt. Ich will sagen, wir sehen hier einen Strukturwandel bei Parteien und wir Parteien nutzen die digitalen Möglichkeiten, um mit diesem Strukturwandel irgendwie produktiv klarzukommen. Und dann gibt es noch etwas, das ist auch interessant, weil es vor allem die junge Generation betrifft, nämlich das, was man als temporäre Organisationsformen bezeichnen kann. Das sind Netzwerke, Schwärme, die sehr informell organisiert sind, die, wie der Begriff schon sagt, zeitlich ein kurzes Leben haben, häufig nicht ewig existieren und die Auskommen ohne Führungspersonen, Repräsentationsformen und Hierarchien. Die kennen sowas häufig nicht. Fridays for Future zum Beispiel entspricht dem so ein bisschen, ein Netzwerk, das inzwischen europaweit tätig ist. Also das spielt auch eine große Rolle, dass man an den Ort nicht mehr so gebunden ist und dass sich gerade dadurch auszeichnet, dass viele sprechen dürfen und es nicht mehr einzelne Repräsentierende gibt. Also da ist das Digitale sozusagen das Mittel, um sich neu auszuprobieren, wenn die klassischen Organisationen eben an Attraktivität verlieren. Drittes Beispiel, dritte Dimension, über die ich sprechen möchte, sind digitale demokratische Praktiken. Darüber ist viel berichtet worden, nämlich als Formen der Sesselpartizipation. Das heißt, man klickt auf eine Online-Partizipation, Petition, unterstützt die. Und darüber wird auch in der Fachliteratur sehr viel geschrieben. Ist das eigentlich politisches Engagement, heißt es da immer? Oder was ist das, wenn man sein schlechtes politisches Gewissen damit stillt, dass man einfach irgendwas unterzeichnet oder weiterleitet? Und was nun sehr interessant ist, dass die britische Politikwissenschaftlerin Helen Margetts gesagt hat, diese kleinen Formen politischer Partizipation sind das Ergebnis der Ausbreitung sozialer Netzwerke. Die machen das erst möglich, dass man sich mit so kleinen, wenige Minuten beanspruchenden Formen der Teilhabe, sich überhaupt, dass man das heute machen kann. Und sie sagt, damit wird vielen Leuten, die gar nicht die Zeit haben, sich politisch intensiver zu engagieren, die Möglichkeit gegeben, auch politische Meinungen zu äußern, indem sie etwas mitzeichnen. Und der amerikanische Sozialwissenschaftler Zuckerman, der sagt, ja, das ist eine flache Form der Partizipation, aber sie ist deshalb nicht schlecht. Wenn man alle 4 Jahre zur Wahl geht und irgendwo sein Häkchen macht, ist es auch eine flache Form der Partizipation. Und die ist extra so gestaltet, nämlich eine niedrigschwellige Form der Beteiligung, damit sie auch wirklich alle erreicht und alle mitmachen können. Also hier kann man sagen, findet so eine Ausdifferenzierung des politischen Engagements statt, die Möglichkeiten der Teilhabe für mehr schafft. Und was auch wichtig ist, dass diese Formen der Teilhabe nicht mehr an den eigenen Ort gebunden sind, sondern dass sie
eigentlich prinzipiell weltweit stattfinden können und auch die Zeitdimension eine andere ist, als wenn man, sagen wir, einer Partei beitritt. So, jetzt werde ich das nochmal kurz illustrieren mit Verweis auf die Befunde aus dem dritten Engagementbericht der Bundesregierung, wo wir praktische Erhebungen unter jungen Leuten zu diesen Themen gemacht haben. Da hat sich heraus, wir haben viele junge Leute, Schülerinnen und junge Erwachsene eingeladen, um uns, damit die uns berichten über ihr digitales Engagement. Und da hat sich zum einen herausgestellt, dass sehr viele junge Leute heute nicht mehr einer allgemeinen politischen Organisation beitreten, sondern dass das Engagement themenspezifisch ist. Und dafür ist ein Beispiel Jugend rettet, nämlich eine Schülerinitiative aus Berlin. Die haben einen Verein gegründet, um Geld zu sammeln, um ein Schiff zu kaufen, das in der Seenotrettung im Mittelmeer aktiv ist. Und das ist ihnen auch gelungen. Innerhalb eines Jahres hatten sie genug Geld zusammen, um ein Schiff zu kaufen, das umzubauen und eine Kapitänin anzustellen. Alle, die da aktiv sind, kümmern sich überhaupt nicht um andere politische Themen, jedenfalls überwiegend, sondern sie kaprizieren sich auf diesen einen Bereich. Eine zweite Form, Choral Aid, ist projektförmiges Engagement. Da ist es so, dass man sich verpflichtet, dass Choral Aid, das sind Datenanalytiker, die ihre Arbeit, ihre Kapazität, ihr Können Organisationen anbieten, die gerne Daten ausgewertet haben, zum Beispiel Mitgliederdaten. Und die verpflichten sich für 6 Wochen für ein Projekt und dann hören sie wieder auf. Auch das entspricht dem Denken, der Orientierung, dem Zeitgeist der jungen Generation. Und schließlich der dritte Bereich, WOSTEL, ist eine Organisation zur Vermittlung von freiwilligem Engagement. Hier ist es so, dass sich soziales Engagement sich verbindet mit einem Geschäftsmodell. Die Leute, die das betreiben, die wollen davon leben. Das heißt, hier ist politisch-soziales Engagement verbunden mit der selbstständigen Tätigkeit. Das ist auch was, was man sehr viel findet bei jungen Leuten. Die wollen was Sinnvolles tun, aber sie wollen auch ein Einkommen erzielen und sie wollen diese beiden Aspekte gerne verknüpfen. So, zusammenfassend: junges Engagement heute ist eher fluide, es ist zeitlich begrenzt, es hat häufig die Form von Projekten und Netzwerken. Und was sehr wichtig ist, es ist für junge Leute sehr stark identitätsstiftend. Das ist Teil der eigenen Identität, aber nicht mehr notwendigerweise einer kollektiven Identität. Überspitzt gesagt, was es da nicht gibt, ist, wir Sozialdemokraten sagen oder wir Grüne wollen, sondern die nehmen das als Teil ihrer individuellen Entwicklung wahr, was sie da machen. Und tatsächlich muss man auch sagen, sie lernen sehr viel dabei. Es ist insofern, wenn man so will, selbstwirksamkeitssteigernd. Und deshalb ist es so wichtig, das haben wir im Engagementbericht herausgefunden, dass diese Art des Engagements wirklich ein Phänomen der Höhergebildeten ist. Auch an Gymnasien ist die überwiegende Zahl der jungen Leute heute politisch irgendwie engagiert. Aber man findet das überhaupt nicht an den Hauptschulen. Das heißt, die soziale Ungleichheit, die wir in der Gesellschaft insgesamt haben, reproduziert sich in diesem Bereich. Und deshalb komme ich jetzt noch ganz am Ende zu unseren Empfehlungen, soweit sie Schule betreffen. Es ist so, dass wir denken, die Schule ist der Ort, wo gesellschaftlich politisches Engagement eingeübt werden kann, weil es dort alle integriert, alle, die zur Schule gehen, und weil man sich wechselseitig auch was abgucken kann. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wenn man gesellschaftliches und politisches Engagement als Bildungsaufgabe versteht, dann ist die Schule der Ort, und zwar nicht nur das Gymnasium, sondern sind alle Schulen der Ort, wo man sowas eigentlich lernen können sollte. Und es ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, hier tätig zu werden und gerade auch das digitale Engagement einzuüben, weil es nämlich auch Schülerinnen und Schülern auf dem Land die Möglichkeit gibt, sich zu engagieren, wo sonst oft nur die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung steht als Option.
Und deshalb meinen wir, dass politische Bildung und Medienbildung in der Weiterbildung, in der Erwachsenenweiterbildung unbedingt zusammengeführt werden müssen. Das ist eine zweite Empfehlung, die wir haben. Jetzt habe ich fast 5 Minuten überzogen. Ich bitte um Entschuldigung und bin jetzt auch am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, denn es war bis zum Ende wichtig und richtig, dass wir das uns anschauen und anhören konnten. Ich würde jetzt einmal, weil am Ende noch die Ebene Schule dazugekommen ist, sagen, bevor wir in das Mentimeter schauen, machen wir noch kurz 3-4 Minuten, dass unsere Teilnehmenden da nochmal reingucken können und eine Frage nochmal ergänzen können. In den letzten Minuten sind dann auch noch ganz viele Fragen dazugekommen. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, nochmal nicht nur die ersten Fragen als erstes zu nehmen, weil die haben ja schon viele solche Daumen-Hoch-Votes gekriegt, sondern auch nochmal drauf zu schauen. Also die Links sind im Chat zu finden. Also ich werde heute Abend noch 3-mal daran scheitern, dass wir gestern in dieser Online-Themenwoche von Siezen auf Duzen umgestellt haben für die Teilnehmenden. Liebe Teilnehmenden, ihr könnt da jetzt abstimmen und noch weitere Fragen einbringen. Ich überbrücke das mal mit einer Frage, die jetzt in dem letzten Punkt schon angeklungen ist. Ich fand das ja sehr beeindruckend, dass Sie am Anfang so sehr selbstverständlich gesagt haben, wir gucken nicht nur auf die Frage, was macht die Digitalisierung mit der Gesellschaft, sondern auch, was macht die Gesellschaft mit der Digitalisierung? Und dieses Wort Macht, was da drin steckt, das ist ja für Politikwissenschaftlerinnen immer schon sehr spannend. Das ist ja nicht die Gesellschaft ganz pauschal, die da was macht, also das beeinflussen kann. Haben Sie da Hoffnung, dass das eine breite Beteiligung sein kann, eine demokratische Beteiligung? Oder ist das ein gesellschaftlicher Einfluss von wenigen auf diesen Wandel? Also ich komme jetzt mal wieder auf die junge Generation zu sprechen, die ja, das ist mir auch bei dieser Erstellung des Engagementberichts sehr deutlich geworden, die Erfahrungswelten der jungen Generation unterscheiden sich heute wieder stärker von der Elterngeneration, weil die Nutzung der Medien doch für die Jungen heute extrem prägend sind. Und eine der Aspekte, die wir gemerkt haben bei der Befragung, ist, dass die Unterscheidung online-offline bei den jungen Leuten gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Und deshalb muss man einfach sagen, dass die Jungen ganz anders auf das Digitale gucken als die Eltern. Und wir festgestellt haben, dass wenn wir uns angucken, wo sie sich engagieren, die Digitalisierung häufig auch ein Punkt ist. Die engagieren sich zum Beispiel im Bereich Open Access. Ich erzähle Ihnen die rührende Geschichte von jemandem, der in der evangelischen Kirche sich engagiert. Und da gab es eine digitalisierte Bibelübersetzung. Und es hat einen jahrelangen Streit darum gegeben, ob die Open Access ins Internet gestellt wird, also umsonst zur Verfügung gestellt wird, oder ob die Kirchenführung gerne wollte, dafür 23 Euro genommen werden. Irgendwie sowas. Ja? Und der Junge, der hat immer gesagt, wenn ihr die umsonst ins Netz stellt, dann habt ihr so viel mehr Erfolg, weil jeder das Ding runterlädt und sich anguckt. Ne? Also ihr wollt doch irgendwie die Lehre verbreiten, dann macht das doch auf diese Art und Weise. Und das war denen so fremd, ja, weil die Bibel muss man, auch wenn man sie als Buch kauft, kriegt man die ja nicht umsonst. Und diese Kulturunterschiede, dieses Digitale und wie wollen wir das nutzen, das spielt bei der jungen Generation eine große Rolle. Also einerseits ist es Instrument, ja, die ganzen jungen, gut gebildeten sind nicht auf einem sozialen Netzwerk, sondern in ganz vielen tätig. Es ist ein Instrument wie der Bleistift. Und auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was man beeinflussen und mitgestalten will. Und sei es, indem man bestimmte Plattformen einfach ablehnt. Ich lese einmal 3 Anmerkungen aus dem Chat vor, weil die gehen ja sonst hier verloren auf der Videoebene und auch in der Aufzeichnung. Man hört den Applaus ja immer nicht in diesen Formaten. Der ist jetzt sehr gut ausgedrückt. Im Chat steht sowas wie sehr interessanter und anschaulicher Vortrag. Danke. Dankeschön für die neuen gedanklichen Anstöße. Sehr anregender Vortrag. Vielen Dank. Extrem gut strukturiert und verständlich. Herzlichen Dank. Ich schließe mich an. Und jetzt machen wir mal die Runde für die Fragen auf. Und Valentin, kannst du uns einen Überblick geben, was da reingekommen ist? Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal an die ganzen Beteiligungen, die jetzt nochmal nach dem Input auch da hinterhergekommen sind.
Es hat sich ein deutliches Abbild für eine Frage gegeben, die anscheinend sehr brennt gerade. Und das ist die, die ich gerade einblende. Ja. Welche Bedeutung bekommt Schule dann konkret zu? Wir haben schon ein wenig dazu auch gehört und es ging hier nochmal konkret auch auf die einzelnen Lehrkräfte dann zu. Vielleicht können Sie da sprechen. Was kann ich als einzelne Lehrkraft denn tun in meinem Alltag? Also, was ja vielleicht schon ganz trivial ist, weil man das oft gehört hat, ist, dass die Digitalisierung, gerade weil sie von den jungen Leuten ganz anders aufgegriffen wird als von der älteren Generation, hier die besondere Situation entsteht, dass eigentlich junge und ältere Lehrerinnen und Schülerinnen voneinander lernen müssen, damit sie zusammen was Neues produzieren können. Und sie bringen tatsächlich ja sehr unterschiedliche Kompetenzen ein. Ich sehe das oft selbst motorisch, ja, die Schnelligkeit, mit der junge Menschen auf der Tastatur unterwegs sind, sei es das Smartphone oder der Computer, da können wir, obwohl ich auch schon so lange digital unterwegs bin, überhaupt nicht mithalten. Das heißt, es gibt Dinge, die lernen wir von den Jungen und umgekehrt aber fehlt den Jungen häufig der Hintergrund, um bestimmte Dinge gut einzuordnen. Was wir festgestellt haben bei der Engagementstudie ist, dass diejenigen, die sich politisch digital engagieren, die werden mit Dingen konfrontiert, die sie oft nicht gewohnt sind. Das ist Hassrede, das ist Neonazi-Zeug, das ist Pornografie. Der ganze Dreck, der im Internet auch zu finden ist. Und hier brauchen Sie unbedingt Hilfe zur Einordnung, wie man damit umgeht, an wen man sich wendet, wenn man selber Opfer aggressiver Angriffe findet, etc., etc. Überhaupt, also was die Rolle von Populismus ist, die ganze Frage von Rechtsradikalen, von Manipulation und Fake News, all das, da können die Jungen häufig von den Älteren doch deutlich lernen. Und ich glaube, für Lehrerinnen und Lehrer kann das ja auch ein Anreiz sein, hier Hilfestellung zu leisten. Weil da, finde ich, muss man den Jungen auch helfen, damit sie dem nicht so schutzlos ausgeliefert sind. Aber generell das als ein gemeinsames Lernen zu verstehen, das, finde ich, ist durch Corona noch mal deutlicher geworden. Da waren ja viele Lehrkräfte am Anfang total überfordert mit der Umstellung von analogen Unterricht auf den digitalen. Und wir haben, also ich habe das jetzt nur aus der Distanz beobachtet, aber man kann doch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen Schulen und Lehrkräften sehen in der Aneignung der digitalen Lehre. Manche haben sich da schon Open Access Plattformen rausgesucht, dass sie um nicht kommerzielle Angebote machen zu können, etc. etc. Und andere haben irgendwie Faxe verschickt. Ja, also das Spektrum ist so enorm. Und ich finde es sehr wichtig, dass Lehrende sich klar machen, dass die Digitalisierung nicht wieder weggeht, sondern dass die immer näher an die eigene Person und die der zur Schule Gehenden heranrückt und hier wirklich mal einen produktiven Umgang damit finden muss. Das ist wie ein neues Lehrgebiet, das man sich erschließt. Und dummerweise auch noch eins, das anders als Mathematik und Geschichte sich jeden Tag weiterentwickelt. Wie viel Zeit ich mit Lesen, einfach mit Nachvollziehen von Veränderungen verbringe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Valentin, machst du gleich weiter? Ja. Vielen Dank für die Antwort schon mal. Ich würde die jetzt so nach meiner Einstellung als beantwortet markieren und wir können es auch noch mal im Austauschraum später auch noch weiter diskutieren. Wir haben als nächste am höchsten bewertete Frage eine, die noch mal in das Fachgebiet von Ihnen reinsteigt. Und zwar ein bisschen historisch geguckt. Vor einiger Zeit gab es noch große Hoffnung für digitale Demokratie. In den letzten Jahren diskutieren wir das Themenfeld nur unter negativen Vorzeichen. Haben Sie Hoffnung für die Zukunft? Das ist eine gute Frage, weil viele Vorträge, die sich mit dem Zusammenhang von Digitalisierung und Demokratie befassen, die fangen immer damit an, dass wir bis zum, also die frühen 2000er so eher Utopien in den Vordergrund gestellt haben. Ich nenne mal sowas wie arabischer Frühling. Ja, da haben die Medien sich überschlagen in ihren Erwartungen, was die Digitalisierung alles bewirken wird. Und heute
ist es eher so, dass Ängste vor dem Verfall der Demokratie vorherrschen. Habe ich Hoffnung? Ich würde zunächst mal sagen, dass wenn man einen Schritt zurücktritt und sich den Medienwandel in einem längeren historischen Kontext anguckt, dann wird man feststellen, dass es diese Wellen eigentlich bei allen Großtechnologien gibt. Es gibt erstmal so eine freudige Überraschung über das, was da kommt. Und dann gibt es eine sehr negative Sicht und irgendwann normalisiert sich das und pendelt sich sozusagen zwischen diesen beiden Extremen ein. Ich würde sagen, dass wir mehr oder minder die Digitalisierung bekommen, die wir auch verdienen. Die Digitalisierung selber schreibt nicht vor, wie sie genutzt wird. Und dass das, was wir heute beobachten, in vieler Hinsicht auch eine Reaktion auf gesellschaftlichen und politischen Wandel ist, nämlich vor allem die Liberalisierung und Privatisierung, die wir seit den 80er, 90er Jahren in der westlichen Welt erlebt haben, aber was sowas wie Hasskriminalität und Ähnliches anbelangt, schon auch eine enorme Verstärkung sozialer Ungleichheit in diesem Land. Das sind ja häufig Leute, die Angst vor Abstieg haben, die mit solchen großen Aggressionen sich äußern. Und insofern würde ich nicht sagen, dass das das Digitale selber hervorbringt. Meine Hoffnung besteht darin, dass wir manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft, dass wir die vielleicht stoppen und umkehren. Und soziale Ungleichheit, sowohl was Lebenschancen, aber vor allem auch Bildung anbelangt, das können wir ja selber machen. Dafür brauchen wir ja nicht amerikanische soziale Netzwerke. Vielen Dank auch für die Antwort. Und wir haben noch eine dritte Frage, die ich auch gleich nochmal einblenden werde. Und zwar wird hier gefragt, wie wichtig ist die persönliche Kenntnis und Wirkungsweise von Algorithmen? Programmieren oder ich werde programmiert? Auch das ist eine wirklich interessante Frage. Da stehen wir ja noch relativ am Anfang. Wir wissen, dass Algorithmen für die Sortierung und Hierarchisierung von Nachrichten immer wichtiger werden. Und inzwischen werden algorithmische Systeme ja auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt. In den USA gibt es etwa Experimente im Bereich der Rechtsprechung. In verschiedenen Ländern ist es so, dass auch im Bereich der Sozialhilfe Algorithmen und sogar im Bereich der Arbeitslosenhilfe Algorithmen eingesetzt werden, um zu entscheiden, ob jemand eine Weiterbildung verdient oder nicht. Oder es werden Algorithmen eingesetzt, um Missbrauch von Sozialhilfe aufzuspüren oder um mögliche Kindesmisshandlungen zu erkennen, etc., etc. Und bisher muss man sagen, sind die Ergebnisse solcher Experimente nicht eben mutmachend. Und trotzdem ist davon auszugehen, dass diese Systeme langfristig sicher besser werden und dass sie immer stärker um sich greifen. Und nun gibt es verschiedene Positionen dazu, was davon zu halten ist. Die eine könnte man sagen, wir wissen auch nicht, wie ein Flugzeug funktioniert und setzen uns trotzdem rein. In gewisser Hinsicht delegieren wir Kompetenz an Maschinen und in diesem Fall Pilotinnen und Piloten, die das dann für uns hoffentlich gut regeln. Da haben wir so eine Art generalisiertes Vertrauen, dass schon alles gut gehen wird. So ist es auch bei anderen gefährlichen Technologien. Wir haben auch Atomkraftwerke und ähnliche Dinge bei uns im Land rumstehen und hoffen einfach darauf, dass die Sicherungssysteme, die wir im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut haben, das leisten, was sie versprechen. Und die andere Haltung ist die, dass man den wenigen Firmen, die heute eine so große Meinungsmacht erzeugen, durch die enormen Datensätze, die sie erzeugen und die algorithmische Auswertung dieser Daten, dass man denen diese Macht nicht lassen kann und dass es wichtig ist, dass diese Unternehmen Rechenschaft ablegen darüber, was sie mit unseren Nachrichtenströmen, mit unserer Kommunikation genau anstellen. Und deshalb gibt es verschiedene Ansätze dazu,
Unternehmen zur Offenlegung von Algorithmen zu verpflichten. Ein bisschen unklar ist, was das im Einzelnen bedeutet, weil ein Algorithmus als solcher hilft einem da ja nicht weiter. Ein Algorithmus wird wirksam erst in Kombination mit großen Datensätzen, die sich zudem noch ständig ändern. Und es handelt sich auch nicht um einen Algorithmus, sondern es handelt sich um viele Algorithmen. Und dann sind diese Algorithmen ja inzwischen auch noch selbstlernend. Das heißt, auch was der Algorithmus genau macht, verändert sich beständig. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass wir erstmal uns mit diesen Verfahren vertraut machen müssen, um zu verstehen, wie man genau Offenlegung, Transparenz etc. und ähnliche Forderungen umsetzt. Also wie kann man eigentlich seitens der Politik, wie kann der Regulierer an solche Verfahren herantreten und Kontrolle darüber verlangen. Das liegt nicht auf der Hand und das ist in vielen Sonntagsreden nicht unmittelbar sichtbar, dass die einfache Forderung nach Transparenz hier nicht weiterhilft. Das ist keine Blackbox, die man einfach öffnet und guckt dann rein. Dann sieht man eigentlich nichts, womit man was anfangen könnte. Ich beschäftige mich auch ein bisschen mit dieser Frage Regulierung von Algorithmen und lese die möglichen Vorschläge, die dazu gemacht werden. Einer ist zum Beispiel, dass Algorithmen sich selber erklären sollen. Bislang ist es ja so, dass diese selbstlernenden Algorithmen von Menschen häufig gar nicht verstanden werden. Es ist nicht genau klar, was da vor sich geht. Das heißt, man will Algorithmen jetzt dazu bringen, dass sie sich selber erklären. Und ein anderer Ansatz ist, dass man Unternehmen dazu verpflichtet, dass sie so eine Art Storytelling betreiben. Also Geschichten darüber erzählen, auf welche Ziele hin Algorithmen optimiert werden, welche Annahmen in diese Optimierungsverfahren eingehen und wie da jeweils nachjustiert wird. Also dass man sozusagen neue Formen der, wenn man so will, Darstellung oder Repräsentation von Algorithmen gewinnt. Aber das ist irgendwie alles noch in einem ganz frühen Stadium. Und dennoch, das zum Abschluss dazu noch, ist die Europäische Kommission im Moment damit beschäftigt, zu klären, ob sie eine eigene Agentur für die Regulierung von Plattformen aufbauen. Ob das wirklich klappt, also ob man dazu schon genug weiß, um das zu machen, da bin ich nicht so sicher. Dankeschön. Ich habe gemerkt, die Frage, die hat richtig ein großes Themenfeld auch aufgemacht. Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort dazu. Ich sehe, sie ist einfach nicht einfach beantwortbar, sondern ein komplexes Feld. Ja. Ich glaube, auch mit den nächsten Fragen, denn es sind Fragen, ich werde Ihnen ein Cluster an Fragen anbieten, werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein größeres Feld berühren. Und zwar, ich werde mal alle drei Fragen lesen und dann können Sie so antworten, wie Sie einwirken. Die erste Frage, wie schätzen Sie einen Wiederaneignungsprozess des Netzes ein? Geht es in Richtung Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace und Gegenkultur oder Vervollmaktung mit Big Data? Soll ich auf die sofort antworten oder Sie geben mir noch mehr? Ja. Richtig, genau. Das wäre die erste der drei Fragen. Die zweite wäre, brauchen wir einen neuen? Wie sähe dieser aus? Und dann die dritte Frage, bei aller Schwierigkeit für die Demokratie, wird die Idee der Demokratie nicht in der Pluralisierung / Fragmentierung gerade erst verwirklicht? Klasse Frage. Ich fange mal mit der dritten an. Ja? Die natürliche genau, eine Frage auszuwählen oder zu allen zu antworten. Ja, also ich werde versuchen, zu mehreren zu antworten. Wird hier die Demokratie eigentlich erst verwirklicht? Es ist, wenn man vor allen Dingen den Zweig der deliberativen Demokratietheorie anguckt, es gibt ja verschiedene Demokratietheorien und eine sieht es demokratisch vor allem in der öffentlichen Deliberation, dem öffentlichen Austausch darüber, was der Fall sein soll, was Politik machen soll, etc. Also dass da drin das eigentlich demokratische Moment liegt.
Und nun ist es so, dass man immer davon ausging, dass je mehr Öffentlichkeit, je mehr Räume und Möglichkeiten der horizontalen Verständigung zwischen Bürgerinnen und Bürgern geschaffen werden, desto demokratischer. Und jetzt hat sich aber eigentümlicherweise herausgestellt, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Wenn man sich die Aggressionen im Internet anguckt, dann kommt man nicht umhin festzustellen, dass das Auswirkungen darauf hat, was man heute sich noch traut, sagen wir auf Twitter, auf Facebook, Instagram oder sonst wo zu sagen. Es gibt Leute, die sind vorsichtig geworden und halten heute lieber den Mund. Will sagen, diese Idee einer freien, horizontalen Kommunikation führt nicht notwendigerweise zu einer Steigerung von Demokratie, sondern sie führt neue Formen der Hierarchie ein, und verteilt einfach die Rolle von Sprechenden und Zuhörenden um, aber nicht in einer Weise, die notwendigerweise demokratischer ist. Das ist ein bisschen schockierend, weil es eben lange gehaltene Annahmen in Frage stellt. Und ich glaube nicht, dass das bisher geklärt ist. Also wir wissen nur, dass mehr Sprechende nicht notwendigerweise zu mehr Demokratie führt. Gleichzeitig ist es aber so, ich warne immer davor zu verklären, die Zeit, die wir vor der Digitalisierung hatten. Also die massenmediale Öffentlichkeit, die ist ja selber nicht demokratisch gewesen. Es hat in den 80er und 90er Jahren immer wieder erhebliche Kritik an der sogenannten Gatekeeper-Rolle der Massenmedien gegeben. Und jeder, der mal eine Weile im Ausland gelebt hat, weiß, wie selektiv die nationale Berichterstattung ist. Ich habe mal 3 Jahre in London gelebt und habe festgestellt, dass wenn man was über Indien oder Afrika wissen will, was da so am Tag passiert, dann muss man in diesem Land leben, das früher dort Kolonien hatte, und nicht in Deutschland, wo wir sowas fast nicht zur Kenntnis nehmen. Denn das ist so wenig, was wir über den globalen Süden hören. Will sagen, jedes Land ist sehr selektiv in der Berichterstattung und die digitalen Medien, die haben das aufgebrochen und neue Quellen der Nachrichten erschlossen, sodass wir heute eine sehr viel größere Informationsvielfalt haben. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil die Massenmedien häufig von sogenannten Echo Chambers oder Bubbles berichten. Das lässt sich empirisch überhaupt nicht belegen. Ich glaube, dass das eher der Neid der Massenmedien, der Ärger der Massenmedien über die Konkurrenz durch die sozialen Netzwerke ist. Das dazu. Dann zur Frage Wiederaneignung und Gegenkultur. Ich habe früher sehr stark daran geglaubt und inzwischen habe ich da eine andere Auffassung zu. Ich habe heute eher die Auffassung, dass die Selbstbestimmung, die digitale Selbstbestimmung heute von zwei Seiten bedroht wird. Sie wird bedroht einerseits von den sozialen Netzwerken, die unsere Privatsphäre aushöhlen, aber sie wird auch bedroht von Staaten, die unsere Grundrechte immer stärker einschränken. Wer das verfolgt hat in den letzten Jahren, wird feststellen, dass die Massenüberwachung, die sogenannte anlasslose Massenüberwachung, immer mehr zunimmt und auch die Polizei mit immer mehr Rechten ausgestattet wird und unsere Grundrechte eher, also zumindest im Hinblick auf die Privatsphäre, immer stärker eingeschränkt werden. Das heißt, die Idee einer, wir verwirklichen uns im Internet stärker als in der analogen Welt, dem muss man im Moment eher widersprechen. Vielen Dank für die Auswahl an Antworten zu dem Cluster. Ich würde sagen, weil das so gut geklappt hat, gehen wir gleich zum nächsten Cluster über. Und da habe ich eine Auswahl für Sie vorbereitet, oder wir, die gesamte Teilnehmendenschaft, hat eine Auswahl vorbereitet. Und zwar gibt es 2 Fragen, die nochmal in die Ebene von Schule konkret eintauchen. Das ist einmal, die ich gerade anzeige, wenn wir die soziale Ungleichheit verringern wollen, wäre da nicht eine Schule für alle der richtige Ansatz? Und eine 2. Frage, ist das ein Hinweis, als Kommentar zu Ihrem Vortrag von vorhin, ist das ein Hinweis auf die Notwendigkeit projektorientierten Arbeitens in der Schule? Die 2 Fragen zur Schule. Und ich würde gleich noch 2 weitere Fragen Ihnen mitgeben. Das ist einmal auch natürlich schulgebunden und schulnah.
Wie müsste sich politische Bildung auf diese Erkenntnisse einstellen oder ändern? Und auf der sozialen Ebene, wie erreichen wir unter anderem Älteren, weniger Gebildeten auf dem Land? Ich denke, grammatikalisch, wie erreichen wir Ältere, weniger Gebildete auf dem Land? Genau. Ich überreiche Ihnen mal diese Fragen und bin gespannt auf Ihre Antworten. Zunächst zu dem Thema Ungleichheit und Schule. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich erinnere mich, als ich Schülerin war, da gab es ein Referendum in Nordrhein-Westfalen zur Gesamtschule. Viele Jahre später gab es noch mal eins in Hamburg. Und es sind immer die Bürgereltern, die verhindern wollen, dass ihre Kinder mit solchem mit einem geringeren Bildungshintergrund zur gleichen Schule gehen. Ich kann nur sagen, dass das in anderen Ländern völlig anders gehandhabt wird. Ich nenne das Beispiel Finnland, wo gezielt Kinder mit verschiedenem Bildungshintergrund zusammen in eine Klasse gebracht werden und die Kinder, die schneller lernen, auch lernen dürfen, den anderen zu helfen und dies auch tun. Das ist irgendwie eine ganz andere Kultur der Bildung. Ähnliches hört man übrigens auch aus Südkorea, wo Kinder mit dem Schulbus quer durch die Stadt gefahren werden, um zu verhindern, dass da so Monokulturen in den reichen Stadtteilen entstehen. Also man kann das anders handhaben. Hier in Deutschland gibt es dafür leider keine politischen Mehrheiten. Und seitdem wir eine höhere Migration in manchen Städten haben, wird das eher noch problematischer. Ich glaube, dass uns das auf die Füße fallen wird, diese Segregation schon im Bereich der Schule, weil wir immer wieder Generationen heranziehen, die mit so geringen Bildungschancen wirklich am Rand der Gesellschaft fast verdonnert sind, da zu verweilen. Das finde ich wirklich ein Riesenproblem. Und wir haben immer gedacht, die Digitalisierung bietet eine Chance, das auszugleichen. Und jetzt sehen wir, dass es die Digitalisierung das eher reproduziert. Weil in Corona-Zeiten die Kinder ohne Computer zu Hause und ohne Internetanschluss, denen ging es einfach schlecht, ja? Denen ging es unendlich schlecht. Also das ist wirklich ein Problem. Ich wäre unbedingt eine Anhängerin einer Schulreform, die dieses 19. Jahrhundertsystem endlich mal überwindet. Zur Frage Notwendigkeit projektförmigen Arbeitens in der Schule. Das findet ja sowieso schon in vielen Schulen statt. Viele Lehrer setzen das auch schon ein. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass Projektarbeit auch, dass das für Themen gemacht wird, die eine große gesellschaftliche Relevanz haben, die dann dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler auch lernen, dass sie wichtig sind für die Zukunft der Gesellschaft. Was wir im Engagementbericht sehr deutlich gemerkt haben, ist, dass diejenigen, die aufs Gymnasium gehen, alle ungefragt davon ausgehen, dass sie Wichtiges tun, während die, die zur Hauptschule gehen, sich nicht zutrauen und damit sich auch selber um die Chance bringen, durch gesellschaftliches oder politisches Engagement hinzuzulernen und eben sowas wie Selbstwirksamkeit zu spüren. Viele von denen trauen sich auch nicht zu, zum Beispiel Fake News zu erkennen oder Spam von Nicht-Spam zu unterscheiden. Auch in der Nutzung digitaler Tools zeichnen sich da riesige Unterschiede ab. Also wenn die Schule in dieser Hinsicht tätig werden könnte, dann würde sie ihrem Auftrag gerecht werden. Jetzt noch zu der Frage von Älteren und auf dem Land. Also ich habe gerade in den letzten 2 Wochen versucht, mit Google Maps durch die deutschen Landschaften zu fahren und bin elendig gescheitert. Wir haben einfach immer noch so viele Funklöcher auf dem Land. Das ist wirklich unvorstellbar, in wie vielen Bereichen es kein Internet gibt. Ich denke erstmal, dass wir da als Land in der Politik unbedingt die Infrastrukturen liefern müssen und auch natürlich alle Schulen gute Internetanschlüsse brauchen, nicht nur in den großen Städten, sondern auch auf dem Land. Eine unserer Empfehlungen ist, dass wir so eine Art Digitalisierungszentren aufbauen, die vielleicht an Wohlfahrtsverbände und Ähnliches angedockt sind und
die den Leuten helfen, die sich interessieren für das Internet. Aber auch, es gibt ja sehr viele Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, die also älteren Menschen, aber auch jungen Menschen da auf die Beine helfen wollen, dass man die stärker unterstützt. Also wir brauchen nicht nur eine technische Infrastruktur, sondern wir brauchen auch eine Infrastruktur in der Weiterbildung für das Digitale. Und da, finde ich, kann man auch sowas wie einen emanzipatorischen Umgang mit dem Digitalen vermitteln. Also dass man nicht denkt, das Digitale ist sowas Festgefahrenes, wo man irgendwie nur Skills lernt, sondern dass man auch eine reflexive Kritik an digitalen Tools mit auf den Weg gebracht bekommt. Das ist mir immer wichtig. Da wendet man nicht nur was an, sondern wie ich ja in meinem Vortrag gezeigt habe, wir gestalten da auch häufig zwar unbewusst, aber doch sehr einflussreich etwas mit. Die Nutzerinnen und Nutzer prägen, wie das Internet sich entwickelt. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank an Valentin, der uns die Fragen aufbereitet hat und alle, die diese Fragen gestellt haben. Ich fand, es war eine herausragende Fragenqualität. Danke, hat mir auch gefallen. Frau Hofmann, haben Sie was, was Sie sagen würden? Das muss in dieser Runde noch gesagt werden. Also ich würde noch mal auf den Kreislauf hinweisen wollen, dass die, die sich politisch engagieren heute unter den Jungen, so viel lernen. Das ist ja neben dem Lernen in der Schule, ist politisches Engagement eine enorme Quelle des Lernens. Und dass wir diese Quelle denen mit geringem Bildungshintergrund nicht vorenthalten sollen, sondern dass es so wichtig ist, denen den Rücken zu stärken und das Selbstbewusstsein zu vermitteln, ihnen zu sagen, auch du bist wichtig und wenn du was tun kannst, tu es, du wirst sehen, es macht einen Unterschied. Also das wäre mein Anliegen. Demokratie ist für alle. Ein sehr gutes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn Sie wollen, können Sie ja nochmal den Chat aufmachen. Da gibt es nämlich auch ganz viele wertschätzende Rückmeldungen. Ja, das mache ich jetzt. Und damit beende ich mal jetzt den offiziellen Teil. Für den weiteren Abend und die nächsten Minuten an all unsere Teilnehmerinnen, die noch da sind, die Einladung, auch im weiteren Programm der Online-Themenwoche teilzunehmen. Wir machen ja noch bis Samstag, einschließlich Samstag, Programm. Am Samstag gibt es das Barcamp. Für alle, die noch nicht wissen, was ein Barcamp ist oder wie das online gehen soll, schauen Sie sich gerne mal auf unserer Website dazu um. Es gibt nicht nur eine Erklärung dazu unter dem Punkt Mitmachen, sondern es gibt inzwischen auch schon 19 eingereichte Sessions. Session ist das Barcamp-Wort für Workshops, die Sie da im Programm sehen können. Und Sie können auch eigene Sessions beitragen. Habe ich gerade schon wieder gesiezt. Und ihr könnt auch eigene Sessions beitragen. Für heute Abend gibt es noch die zwei Möglichkeiten. Bei Präsenzveranstaltungen würden wir sagen, wenn ich sofort nach Hause will, kann auch zwei Anschlüsse haben, nämlich einmal einen Feedbackbogen ausfüllen. Der Link zum Feedbackbogen kommt gleich nochmal in den Chat. Da freut sich die Deutsche Schulakademie sehr, um das Ganze auszuwerten und weiterzuentwickeln. Und dann wird dieser Zoom-Raum geschlossen und dann steht man irgendwie immer nicht nur auf der Straße, sondern ist eigentlich schon wieder zu Hause. Wenn man bei seiner Veranstaltung aber noch ein bisschen sich austauschen will mit anderen Menschen, die da waren, dann kann man das hier auch machen. Es gibt einen zweiten Zoom-Raum und die Abkürzung in diesem Zoom-Raum über den Browser ist die Adresse www.deutsche-schulakademie.de/ausklang. Wenn Sie darauf gehen, verlassen Sie diesen Raum und kommen Sie in einen Raum, den moderieren wir nicht. Da haben wir keinen Input vorbereitet. Da können Sie sich einfach untereinander noch austauschen, wenn Sie mögen. Soweit. Ganz herzlichen Dank in alle Richtungen. Valentin Wieker dafür, dass er uns den Chat und die Fragen aufbereitet hat. Natürlich Professor Dr. Janet Hoffmann für den Input. Kai Obermullan, Blanche Fabry für die Technik im Hintergrund. Und an alle, die mitgemacht haben. Danke und tschüss.